Ich bin ja leider nicht dabei, oder was heißt leider? Ich bin ja beim Giro dabei gewesen und es war hart. Ich bin auch krank geworden im Finale auf den letzten paar Etappen und habe dann auch lange damit zu kämpfen gehabt. Bin froh, dass ich heute noch ein gutes Rennen abliefern konnte. Aber was bei der Tour passiert, ist echt schwer vorherzusagen. Also ich denke, alles kann passieren, ne? Es sind 3 Wochen. Ja, es wird sicher eine andere Tour wie die letzten Jahre oder wie wenn ich als Kapitän nach Start gehe, ist weniger Druck, aber ja, man muss sicher auch richtig gut drauf sein, um dann gute Berghelfer zu sein und Chase super drauf. Ich denke, bei der Dauphiné hat das auch schon ganz gut geklappt, dass ich ihm geholfen habe und schauen wir mal, dass wir ihn auf das Podium bekommen. Ja, ich glaube, Vingegaard und Pogacar sind ganz klar die Favoriten und ja, danach kommt lange nichts. Ich denke, die werden das unter sich ausmachen normalerweise. Als alter Teamkamerad kann ich natürlich nur Jonas Vingegaard sagen, aber wenn man gesehen hat, wie ja, übermächtig er jetzt bei der Dauphiné gefahren ist, würde ich definitiv sagen, es gibt einen Zweikampf zwischen ihm und Pogacar und ich drücke natürlich ganz fest die Daumen für Jonas. Jonas ist vor allem ein sehr, sehr unbedarfter Fahrer. Er macht sich selber, so wie ich ihn kennengelernt habe, nicht zu viel Druck. Er hat ein unheimlich hohes Potenzial. Er weiß, was er kann. Er hat sehr viel Selbstvertrauen, scheut aber nicht, auch großen Aufgaben entgegenzutreten und alles rauszuhauen. Und ich denke, es ist besonders wichtig, wenn man die Tour jetzt schon einmal gewonnen hat, mit einer gewissen Erwartungshaltung natürlich jetzt beim zweiten Mal auch wieder am Start steht, dem auch gerecht zu werden. Und ich denke, seine positive Unbedarftheit wird ihm da sehr helfen. Aber dieses Jahr wird ihn vor allem seine Mannschaft wieder stark machen, wie auch schon im letzten Jahr, aber auch der Fakt, dass ein Tadej Pogacar immer noch ein kleiner Wackelkandidat ist nach seinem schweren Sturz auch bei Lüttich im Frühjahr, wo man jetzt einfach noch nicht genau weiß, wo dieses Riesentalent steht. Deswegen, ich glaube, es wird super spannend. Meine Einschätzung ist zum Vorteil von Jonas Vingegaard.